Ja, und damit ein herzliches Moin Moin und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch allen geht's gut und falls nicht, dann keine Sorge. Ich bin mal wieder für euch da. Kein Ding, mache ich gerne. Ja, und heute schauen wir uns mal wieder absolut verrückte und abgefuckte Clips an. Und wir reden gar nicht so lange drumherum. Ich sitze so seit Stunden zu Hause und frag mich eigentlich, wo mein Paket ist. Währenddessen macht der Postbote das. Junge, was soll das? Die Leute warten wirklich auf ihre Pakete und währenddessen macht der Typ da Donuts. Normalster erster Arbeitstag. Ach ja, und mal wieder großes Danke an alle von euch, die meine Instagram-DMs täglich fluten. Kuss geht raus an Leute, die mir sowas schicken. Mountain Dew, Darki Makichu. Vielen Dank, Mann, wirklich, für deinen informativen Beitrag zum Video. Aber wenn ihr mir sowas schickt, ist immer noch besser, als wenn ihr mir irgendeine Sch*** schreibt. Im letzten Video hatte ich mal kurz erwähnt, dass iPhone besser als Android ist und direkt ist jemand so richtig sauer. Android ist besser als iPhone. Wenn du ein billig Android mit einem neueren iPhone vergleichst, ist es logisch besser. Aber wenn du einen neueren Android mit einem neuen iPhone vergleichst, ist Android besser. Okay, cool, danke. Interessiert mich nicht. iPhone ist trotzdem besser. Hier in Deutschland war ja jetzt schon ein bisschen Schnee über die Tage, aber was geht eigentlich in Norwegen ab? Alra. Ach du heilige Scheiße, würde mir das passieren? Ganzer Tag ist gelaufen, was ist das denn? Wie ekelhaft nass und dreckig man danach ist. Die wollte einfach nur in Ruhe aus ihrem Auto aussteigen. Konnte niemand erwarten, dass draußen sowas lauert. Die rutscht heute einfach immer noch durchs Dorf. Hier werden wir Augenzeugen von einem epischen Tanzbattle in der Schule. Und der Bruder hier killt wirklich mit seinen Moves. Wer kennt ihn nicht, den guten Ich-bin-tot-Move? Junge, was hat da geknackt? Also eins muss man ihm lassen. Er hat auf jeden Fall einen Überraschungseffekt gehabt. Der kam wirklich unerwartet. Also so richtig unerwartet. Ich muss den anderen nicht mal sehen und ich weiß, er hat gewonnen. 2024 wird es fliegende Autos geben. 2024? Auf jeden Fall, die klaut Ladekabel am Anruhen. Hast du was gesehen? Die klaut Ladekabel am Anruhen. Auf jeden Fall, die klaut Ladekabel am Anruhen. Hast du was gesehen? Du kleine Sch***-Mutter? Pass mal auf, wie du redest. Oha. Oh. Hey. Okay, was habe ich verpasst, dass das jetzt so eskaliert ist? Willkommen in Frankfurt. In was für einer Lage befinden wir uns hier eigentlich? Die machen eine Pressekonferenz, weil die sich sowieso bald boxen wollen und jetzt beleidigen die sich so. Die Menschheit ist echt am Arsch. Kennt ihr diese Tage, wo euch einfach nur alles abfuckt? So egal was passiert, alles macht euch sauer. Ich fühle mich da immer genauso wie hier. Real Talk, genau sowas will ich dann auch immer machen. Ich will die Wand boxen, die Tür boxen, alles zerschlagen, nur weil mich irgendetwas Kleines gestört hat. Okay, der nächste Clip ist wirklich gottlos. Also wirklich, wirklich gottlos. Ich habe so ein Instagram-Reel gesehen und dann habe ich dazu einfach mal die Kommentare geöffnet. Und ich war echt nicht bereit für das jetzt hier. Na, Bro, na. Ich stelle auch einfach keine weiteren Fragen. Ich will nicht wissen, ob, wie, wirklich, ja. Nee, alles gut. Ich schaue es mir auch definitiv nicht noch einmal an. Liebes YouTube-Team, das davor ist natürlich alles nur mit Humor zu genießen. Alles Sarkasmus. Nichts ist echt, okay? Alles ist geprobt, gestunt, editiert. Alles ist gut. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Hört ihr frühs euren Wecker? Also, bei mir sieht das immer genau so aus. For real, ich fühle den kleinen Jungen sowas von. Ich stelle mir auch immer den Wecker von 7 bis um 9 Uhr im 5-Minuten-Takt und höre trotzdem gar nichts und wach niemals auf. Legenden besagen, dass der Kleine bis heute immer noch schläft. Vadim! Hallo!
Okay, das ist schon ziemlich laut, Mann. In welcher Dimension ist der gerade unterwegs? Most normal slight experience in Poland. Ihm geht's natürlich gut. Also, natürlich geht's ihm gut. Er ist ein Pole. Der Typ macht sowas einfach den ganzen Tag. Da drüben ist echt alles anders. Was ist das eigentlich für eine Rutsche? Welcher Typ hat die gebaut? Der gehört in den Knast. Also ich mein's ernst, wer auch immer das Ding designt hat, hat schlechte Absichten. Der ist ein wirklich böser, böser Mensch. Da kannst du doch kein Kind draufsetzen. Trying to fart quietly on a roller coaster. Oh nein, ich erwarte Schlimmes. Warum? Warum versuchst du das überhaupt? Was hat das für einen Zweck? Wieso? Wieso hast du das getan, Mann? Die armen Leute, die da neben dir saßen. Vor allem der eine Typ hat es auch noch gecheckt und hat geschrien, oh, someone just farted. Bah, wie ekelhaft. Der wollte nur mit seiner Familie in den Freizeitpark auf die Achterbahn. Und dann sitzt da einfach jemand, der das Ding vollfurzt. Na, das ist echt gottlos, Bro. Fragt mich nicht wieso, aber dieser Hund hat hier solche Buttons, mit denen er reden kann. Und der kleine Racker ist wirklich zu geil. Hell no. Wieso drückt er nur diesen Button? Did you eat? Let me ask you again. Did you eat a tree from right here? Alright. Hell no, hell no. Hätte ich einen Hund, ich würde ihn genau das auch kaufen. Nur solche Buttons mit solchen goofy R-Sounds. Das ist wirklich nice. Bro made him do a face reveal. What did I say? I literally said it's gonna be full of and the first one was oh my god. Boom. Yo, Lil Bro wurde gebastet in 4K. First one was oh my god. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Der hat extra das Licht ausgemacht, damit ihn niemand sieht. Der hätte wirklich niemals damit gerechnet, dass das jetzt passiert. Aber auch Respekt an ihn, dass er so schnell auf diese Idee kam. Oh, 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 oh. Jetzt kennt das gesamte Internet dein Gesicht. Okay, stellt euch mal vor, ihr seid gerade so mit der Bahn in den Niederlanden unterwegs und auf einmal sitzt dieser Typ gegenüber von euch. Er hat sein Handy mit Klapphülle in der Hand und jetzt schaut mal bitte, was er sich darauf reinzieht. What the f***? Der zoomt da nicht wirklich auf den Arsch von einem Basketballplayer, oder? Oh doch, er macht es. Bro, what the f***? Wieso in dem Zug? Wieso machst du es so öffentlich, da wo es jeder sehen kann? Na, der Opa ist crazy drauf. Was geht jetzt ab? Der wurde auch einfach gebastelt in 4K. Er wollte es schön heimlich machen, aber... Nein, nein, nein. Und ich habe hier auch gleich die nächsten Personen, die gebastelt wurden. Und damit habe auch ich nicht gerechnet, dass ich das heute noch sehen werde. Oh mein Gott, einfach das echte Fake-Taxi da schön am Straßenrand am Parken. Und der Bre da hinten? Naja, zu dem brauche ich jetzt wohl nichts sagen, warum der kein T-Shirt anhat, oder? Yo, das ist crazy. Das bedeutet, die sind real und machen das einfach wirklich am Straßenrand. Bro, das ist crazy, das ist wirklich verrückt. Die wurden auf jeden Fall erwischt. Und ich weiß, wer auch noch erwischt wurde. Dieser kleine Typ hier. Sein großer Bruder filmt es gerade, wie seine Mom sein Paket auspackt. Und der hat sich, naja, eine kleine Wasserpfeife, eine Blumenvase bestellt und wollte es verheimlichen vor der Mutter. Ja, 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 eine Glasbottle, eine Vase. Ich sag doch, das ist nur eine Vase. Bunch of, like, things. What the frick? What the frick? Yo, die schauspielerische Leistung ist echt on top, Mann, von dir. Man merkt gar nicht, dass du lügst. It's a bomb. What the heck? I didn't order that. Ordered an Xbox card. Ja, ja, natürlich hast du das nicht bestellt, ne? Du hast eine Xbox-Karte bestellt, safe. Die haben dir das aus Versehen geliefert. Deine Mom wird das bestimmt glauben. Der Kleine ist so am Arsch. Xbox Remote. This is a bomb. What the heck?
Oh, wow. I did not order that. Yeah, 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 for sure, du hast es safe nicht geordert, ne, hast du nicht bestellt. Der große Bruder hinter der Kamera auch die ganze Zeit nur so. Ja, also hier würde ich echt mal sagen, der hat echt mies reingestellt. Was für ein ungünstiger Zeitpunkt, es wäre alles gut gelaufen, wäre das Paket gekommen, wenn seine Mom nicht da wäre. Aber natürlich musste sie es annehmen und ihn so auseinandernehmen. Und wisst ihr, was ihr auseinandernehmen solltet? Den Like-Button. Meine Damen und Herren, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.